auf nach Uruguay. Ich habe ja sonst nichts zu tun, einfach mal schön durch die Weltgeschichte reisen zum Tabellenführer der Gruppe A. Die bisher, waren die ungeschlagen? Ungeschlagenen Uruguayaner. So. Dürfen die hässlichen Trikots auch mal ran. Özil hat wirklich, ne, nicht gerade eine optimale Ausdauer. Ich stelle es einfach mal schön rein. Naja, also viel fehlt da nicht zur Top-Kondition. Ja, aber du bist trotzdem schön dran. So ein Turnier erfordert natürlich auch viele Anstrengungen. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit dir spiele, laufen wir generell viel mehr. Ja, ich renne die ganze Zeit. Deswegen kriege ich auch alle Bälle. Du kriegst keinen einzigen. Alle? Alle, genau. So, ich räume mich noch ab. Jawohl. So, ja, über Anfangssequenz können wir überspringen. Stadion müsste, ja, El Libertador, ganz schön sein. Ob das jetzt wirklich... Diese Flagge sieht auch sehr schön aus da unten. Diesen schwarzen Rand und oh. Das Neymar mit der 10. Wow. Schöne okay. Original-Trikots hier, war es mir zu blöd, erst welche zu suchen. Und normalerweise hätten wir ja auch noch die roten WM-Auswärtstrikots gerade, generell die WM-Trikots. Aber schön. Rhythmusgefühl. Mhm. So. Groß. Achso. Ja, das war. Der Pfiff klang irgendwie entweder nach Vorteil abgelaufen oder nach Abseits. Das waren die zwei Optionen. Der Controller ist kaputt. Nein, das nicht. Oh, also Freischuss für uns aus einer sehr guten Position. Hat gegen Dänemark zwar überhaupt nicht funktioniert und in Anbetracht der Tatsache, dass Loni schießen wird, können wir auch gleich das Ding abhaken, aber. Eine Freischusslegende. Nur weil du es in PS geschafft hast. Ja. Pass auf. Naja, also. Naja, ja. Ich als gewohnter FIFA-Spieler sehe das sofort. Ich meine, man muss auch sagen, dass die Mauer vom Computer so gut wie nie hochspringt, aber er hat schon ein Stück gefehlt, so ist es ja nicht. Emre Can. Heute wieder auf rechts, nicht wie im letzten Spiel, als es Joshua Kimmich war. Weil er es auch nicht schlecht gemacht hat. Schürrle. Jawoll! Ich habe eigentlich schon gedacht, der passt darüber. Konnte gar nicht funktionieren eigentlich. Aber da bitte was. Und erstmal schön mit einer Hand vor allem und dann nur ins Gesicht. Da oh schön. Mm. Oh. Und jetzt bam. Wunderbar. Eigentor von Victorino. Das ist ja gleich so gefreut. Aber Stühle hat natürlich sehr gut nachgesetzt und ja, nicht nur wir machen Fehler in der Defensive, das ist ja beruhigend, vor allem wenn es der Tabellenführer ist, aber die sind dafür mit Cavani zum Beispiel offensiv sehr stark besetzt. Ach, Stühle, schade. Groß. Das ist die Trikots, glaube ich. Erstmal sind wir mit dem Trikot spielen, oder? Ja. Götze. Schweinsteiger! Schade. Ich wollte mit meinem Spiel so ein bisschen den Gegner beim Laufweg stören. Aber gerade so, dass es eben noch kein Foul ist. Ich meine, hast du gut gemacht. Schön, oh, fast schon wieder beim zweiten Mal. Der ist heiß heute, ne? Also erster Startelf-Einsatz für ihn bei diesem Turnier. Will natürlich zeigen, dass er da euch öfters spielen könnte. Götze. Schöne. Habe wirklich immer zu finden in diesen ersten knapp 17 Minuten. Emre Can, ja, jetzt erstmal ruhig hinten rumspielen. Groß. Er macht das alleine. Boah, wenn Schweinsteiger den mit dem Fuß berührt hätte. Warum will er uns. Achso, eigentlich wundere mich schon, warum will er uns angezeigt? Kein Schuss, kein Tor, aber genau. Schön, weil wir es noch nicht oft genug gesehen haben. Es ist einfach zu lustig. Aber bis jetzt, wie auch gegen Dänemark, ein starker Anfang. Nur, dass wir zum zweiten Mal in Führung gegangen sind. Beim zweiten Spiel. Gegen Brasilien haben wir geführt. Gegen Dänemark hinten und gegen Kolumbien war auch hinten. Ja.
müssen wir wieder mal zeigen, was die Deutschen denn drauf haben bei eigener Führung. Kriegt er zurück. Schöne. Freistoß. Ich dachte eigentlich schon erst, Handspiel, aber da das nicht der Fall war, das danach war ein klares Foul. Ah, weite Flanke hinter zum langen Pfosten, Götze. Ah, wartet zu lange leider. Aber die Gastgeber können ja auch nicht wirklich was draus machen. Ah, ich hätte ihn bei dem Scoreboard oben statt dem EM-Zeichen mit deinem Gesicht anfühlen können. Aber es reicht ja schon, dass es auf unserem Trikot vorne und auf unserem Erbe im Logo nochmal ist. Emre Can. Ja, die Deutschen spielen ein bisschen hin und her, weil warum nicht? Ja, der Pass war etwas zu optimistisch. Alles funktioniert dann doch noch nicht. Aber die Deutschen machen einfach einen viel besseren Gesamteindruck. Nicht nur vom Spielerischen, also wirklich allgemein. Sind immer den einen Schritt schneller. Die Bälle kommen an, auch sehr utopische Bälle, wie gerade eben dieser tolle Seitenwechsel von Emre Can. Man darf halt nur nicht aufpassen, dass man jetzt übermütig wird. Alvaro. Boateng weit aufgerückt, kann aber den Spielaufbau. Heißt es Uruguayer? Ist das bezeichnet dann so? Ich weiß nicht. Ja. Klingt irgendwie normal. Kann hier den Aufbau der Uruguayer erstmal stören, aber jetzt geht's gleich weiter. Oh, da spielen sie nochmal quer. Cavani! Da war. Ja, ich habe deine Hand schon gesehen. Wolltest du wirf den Controller loslassen? Nein. Doch. Boah, Riesenglück. Das wäre unverdient, aber auch wieder effektiv. Schöne Handschuhe von Thomas Müller im Bayern München rot gehalten. Ah, Götze. Oh, das gibt rot. Bei irgendeiner der Loli-WM-Vorgänge gab es genauso eine Szene, wo du zu spät kommst und ihn reinrutscht. Hoffen wir, dass das jetzt das Spiel nicht zum Kippen bringt. Wir gewinnen 3-0. Jetzt kippst du noch um, weil du ins Gesicht haust. So. Was ist das für ein Name? Lachs halt. Ah, Götze hilft hinten mit aus. Sanchez, Lodero. Ah, schöne Kondition ist nicht mehr so Bombe. Oh, Jimenez macht das rustikal, aber fair. Zumindest halten wir schon mal den Ball vom eigenen Tor weg. Aber diese Anspielmöglichkeiten. So, Emre Can. Ja, da ist niemand, der sich so richtig anbietet. Hector. Abseits zudem. Ja gut, also das 1-0 höchstwahrscheinlich der Pausenstand. So wie eine nette Abwechslung, dass wir mal mit einer Führung in die Kabinen gehen können. Viele Tore sind gefallen. Macht auf Pause, schaut euch selbst an. Ja, ist natürlich das Problem, jetzt hat man im Zentrum diese Lücke. Aber man will ja Offensivspiel auch nur ungern. Entweder man nimmt die Spitze ganz raus oder man nimmt den Zehner raus. Zehner. Schön, aber auch. Alle gut, weißt du? Kann der rechts spielen? Kann der rechts spielen. Dann hauen wir Draxler raus, weil. Ich habe nicht gesehen, dass der anwesend ist. Da wird Müller aber einsam werden da vorne. Bitte die Pfiffe, ja. Die einfach besser sind. Und Schöler hat das 1-0 auch noch schön vorbereitet. Das natürlich genauso, hat jeder so kommen sehen, dass das passiert, inklusive des Nachtretens gegen den eigenen Mann. Ah, Götze, da ist er gleich mal. Gut, dass wir ihn nicht rausgenommen haben. Ah, schade. Wollte er den Ball auch in die Mitte bringen. Flach, scharf. Aber gut unterbunden. Die Ecke. Jawohl! Das erste Mal, dass wir eine Ecke reinbringen und es ist Jerome Boateng. Da sieht der Keeper auch nicht gut aus. Also, wenn er rauskommt, muss er ihn haben. Und Boateng ist einfach eine Wucht.
Müller wäre noch da gewesen, also klarer Torwartfehler. Und das frühe 2:0. Keine 5 Minuten gespielt oder jetzt wahrscheinlich gerade 5 Minuten gespielt. Und das 2:0 in Unterzahl, muss man natürlich sagen. Und da passt es eigentlich wie die Faust aufs Auge, dass es eine Standardsituation ist. Was macht jetzt der noch Tabellenführer der Gruppe A? Mal die Einzigen, die sie verdrängen könnten, müssten Brasilien sein. Mit 6 Punkten. Neuer, gut aufgepasst. Die Tordifferenz haben wir auch nicht gesehen. Oh, hab ich falsch gesehen. Ja, jetzt muss natürlich Uruguay schauen, was sie mit diesem einen Mann mehr ausrichten können. Schöner Pass in die Tiefe, aber Stuani kommt da nicht mehr ran. Der deutsche Anhang hinter Manuel Neuers Tor, auch sehr ordentlich dafür, dass wir auf einem anderen Kontinent einfach mal sind. Er wäre auf Mallorca gewesen, er hätte das noch alles erklärt, aber Uruguay, weiß ich nicht. Gut nachgesetzt, Emre Can. Macht eigentlich auch ein ganz ordentliches Turnier, wenn er denn spielt. Hat eigentlich nur einmal oder einmal durch Kimmich ersetzt. Haben beide nicht schlecht gemacht. Und Uruguay weiterhin mit Nervositäten. Also mal ein Einwurf mitten ins Feld. Weil einfach niemand da ist, der den Ball überhaupt hätte holen können von den Gegnern. Götze legt sich den Ball zu weit vor. Schade. Ja, Muslera, da wissen wir, der ist nicht sicher. Er kann das gar nicht. So. Keine halbe Stunde mehr. Alles zieht alles im Moment danach aus, als würde Deutschland sich die nächsten 3 Punkte holen, weil Uruguay einfach aus dieser Überzahl nichts macht. Wir hatten natürlich Glück in der ersten Halbzeit, der Postenschuss, aber da war auch mal ein neuer noch entscheidend dran. Ja, wie gesagt, Glück bei beiden Toren, aber sie sind eben gefallen. Boah, jetzt super und quer gelegt. Neuer! Boah! Natürlich muss er den machen, aber Manuel Neuer, was ein starker Reflex. Also ein Glück, dass er beim Querpass noch nicht zu Boden geht, weil er wahrscheinlich den Mann gesehen hat und nicht auf Schuss spekuliert. Und das ist mal eine klasse Fußabwehr. Und jetzt kommt der eigentlich noch größere Star. Der Beißer, wie von der Regie hier gesagt wird. Luis Suarez. Wenn nicht sogar der Beste auf seiner Position im Moment. Weltweit natürlich. Er hatte über 40 Tore bei Barcelona geschossen. Ich meine, okay, es ist Barcelona und die spanische Liga ist jetzt nicht so. Da hätte ja vielleicht sogar Loni das hingekriegt, aber trotzdem. Er ist stark auf dem Platz und seine Zähne auch in Top-Zustand. So, jetzt, ah, da ist Boateng. Viel zu früh rausgerückt. Alvaro, Neuer kommt raus und dann. All das sind, da muss man sich auch erstmal trauen. Man ist 2-0 hinten in Überzahl, macht ein Scheißspiel. Und dann will man auch noch den besten Torhüter der Welt aus so einer kurzen Distanz überlupfen. Man ist ja schön, dass er Selbstbewusstsein hat, aber. Der Beißer trifft. Übergang war komplett war schlecht einfach, aber. Ja, wir sehen jetzt hier, das machen sie sehr schnell, One-Touch-Fußball, außer Suarez, der macht mit 2 Ballkontakten, aber das ist stark, da kann auch Manuel Neuer nichts mehr machen. Jetzt wird es natürlich schwer, man kann noch zweimal wechseln. Ich weiß nicht, ob man für den Defensivverbund frische Leute reinbringen will, oder man geht aufs 3-1. Müller, ja, macht das ganz clever, holt sich hier den Freistoß, nächster Wechsel bei Uruguay. Sieht mich aber nicht wirklich. Götze. Nächste Flanke. Jimenez. Hält sich da den Knöchel. Ja, aber steht schon wieder. Ja, Müller. Und das war im letzten Moment aber noch gestört. Oh, wow, wow. Was ein Solo. Was ein Tempo hat der Junge drauf. Wer ist das? Suarez. Neuer. Was? Abseits oder was? Foul, Hand. Es wurde gepfiffen. Ich weiß nicht wieso, aber wir haben Ball. Und wieso jubeln die? Wir sind doch 2-1 vorne. Sieht schon imposant aus, diese männliche, himmelblaue Wand.
Ich kotze Regenbogen. So, Godin. Boah, alle Uruguay macht hier auch gerade sehr wenig aus dem Raum, den sie bekommen. Und ja, warum nicht? Wir wechseln jetzt trotzdem. Das geht ja überhaupt nicht. Aber wir haben ja, hätten wir jetzt insgesamt 6 Auswechselspieler gehabt, ne? Ach, das wäre ja schön. Ja, wir können jetzt hier schlecht. Jetzt kommt es. Glaubst du, er bringt den mit dem letzten Angriff? Ja. Boxt er sich durch, ja, weil Uruguay so weit aufgerückt ist? Richtig. Das Gute ist, er ist der Einzige, der vielleicht einen Kopfball hier vorne gewinnt. Ups. Ja, ne. Jiménez. Oh, Fehler. Der nächste neue, Mustafi. Rübergelegt, Khedira. Alles Zeit, natürlich hätte man mehr das machen können. Vielleicht nicht müssen, aber können. Hauptsache, man steht jetzt hinten weiterhin irgendwie dicht. Godin, ja, sieht da schon den Platz, Rückpass zu Neuer. Tor. Ja, nicht noch das 2-2 kassieren. Lieber aufs Foul gehen, Godin. Flanke rein. Und mit der letzten Aktion hatten wir, glaube ich, Glück, dass das nicht Suarez war, sonst hätten wir erstmal noch wärmer anziehen können als eh schon hier bei diesen hohen Temperaturen. Aber wenn man betrachtet, dass wir sehr lange, dann gab es ja eine Halbzeit und ein bisschen mehr in Unterzahl gespielt haben. André Schöle zu Recht bei uns mit der besten Bewertung hat, finde ich, ein starkes Spiel gemacht. Vielleicht könnten wir den öfters einsetzen, vielleicht sogar von Beginn. Wer weiß. Wir sehen es im nächsten Part. Aber kurz der Blick noch auf die Tabelle. Und wir spielen mal wieder gegen den letzten. Dieses Mal ist es Paraguay. Und wir zumindest mit dem kleinen Polster-Tordifferenz ist auch ordentlich. Kann man mit arbeiten. Schauen hier kurz. Ja. Türkei weiterhin oben. Frankreich halt. Mexiko verdrängt, Argentinien weiterhin 5. England. Ja, und Tschechien hat sich überhaupt nichts zu melden. Also Italien natürlich. War auch bei den letzten Loni-WM-Turnieren auch oftmals der Gegner in der K.O.-Runde. Mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal. All das ist auf jeden Fall stark. Was haben wir hier? Ah, China rutscht auf Platz 5. Wer ist noch? Ja, hier wahrscheinlich noch am engsten mit. Ja, also ähnlich, Gruppe A und Gruppe D. Niederlande macht das ganz gut. Russland, Kamerun. Ist der einzige afrikanische Vertreter, der auf Platz. Ich glaube, wir haben nur 2 afrikanische Vertreter, oder? Elfenbeinküste, Kamerun, haben wir noch jemanden? Südafrika. Oh, wie bei uns. Okay, also wie gesagt, Kamerun der beste afrikanische Vertreter. Vielleicht trifft man sich ja noch in der K.O.-Runde, aber bis dahin ist es noch ein bisschen. Wir spielen, wie gesagt, als nächstes daheim. Vielleicht in einem anderen Stadion mal gucken, ob das funktioniert gegen Paraguay. Dann wieder mit Loni am Start und bis zum nächsten Mal.